Haben Sie heute Morgen auch plötzlich wieder den Rollkragenpulli oder die dicke Jacke aus dem Schrank gekramt? Nach dem Hitze-April haben wir dafür jetzt das launische Aprilwetter im Juli. Ein riesen Frust für alle, die mit dem Sommer ihr Geld verdienen sollten. Und natürlich auch für alle Sonnenhungrigen. Wer kann, der sagt sich so schnell wie möglich einfach weg von da. Dani Graf und Dana Gablinger. Menschen schon wieder auf der Flucht vor dem Regen und das bei kalten 14 Grad. Der Sommer 2007 lässt bis jetzt keine Widerwärtigkeit aus. Die Leute auf der Straße haben langsam aber sicher genug von dem Novemberwetter. Man erwartet ja so einen richtig warmen, geilen Sommer und dann ist es mega blöd, wenn es dann regnet die ganze Zeit und schifft und nass ist und man kann nicht raus, man kann nicht an den See, man kann nicht baden. Naja, es ist nicht so cool. Naja, es ist kalt, ich bin sehr luftig angezogen. Muss man vielleicht noch eine Strickjacke kaufen, damit ich nicht so früher. Der Sommer vermisst den Leuten nicht nur die Laune, sondern auch das Geschäft. Da an der Seepromenade sind Bootsvermietungen geschlossen, da am Bellevue bleiben die Würste im Kühlschrank und der Grillmeister daheim. Völlig desillusioniert ist der Glassenverkäufer beim Globus. Bei ihm halt nur noch das Echo aus der Kasse. Wir zeigen ja, dass niemand Lust zum Glas essen, oder? Wie viel Glas haben Sie heute schon verkauft? Bis jetzt habe ich 3,80 Franken kassiert, also ein Google. Die Kunden satteln um, zum Beispiel auf eine heisse Tasse Tee, wie der Joschi. Nur die Laune wird wegen dem auch nicht besser. Es ist total scheiße. Einfach scheiße ist das Wetter. Von Ferien träumen noch viel. Ob Sonnenuntergang in Mallorca oder Plansche im Swimmingpool wie da in Zypern. Jetzt kurz vor der Ferien machen viele Nägel mit Köpfen und stürmen die Reisebüros, wie der Kronisprecher Peter Braun bestätigt. Vor allem innerhalb der letzten Woche haben wir stark gespürt, dass es Wüstwetter war. Gerade zum Beispiel am gestrigen Montag haben wir etwa dreimal so viele Last-Minute-Buchungen bekommen als normal. Also die Leute wollen wirklich weg an die Sonne. Von Sonne kann bei uns im Moment keine Rede sein. Aber schon bald dreht das Riesenrad wieder seine Runden. Für all die, die zu Hause bleiben, gibt es aber doch ein kleines Trostpflästerli. Und zwar versprechen die Meteorologen, dass über das Wochenende das Quecksilber auf über 30 Grad klettert. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.